Hallo liebe Trommelgemeinde, mein Name ist André Hilgers und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wie ihr schon im Intro feststellen konntet, geht es in diesem Video um Halftime Shuffle. Halftime Shuffle, was bedeutet das? Fangen wir nochmal notentechnisch ein bisschen von vorne an. Wir alle kennen oder sollten kennen Viertel, Achtel, Sechzehntel und in diesem Fall möchte ich euch die 12 Achtel und oder auch die Triolen nahelegen. So, für die ganzen Fetischisten unter euch, es handelt sich darum, dass ihr letztendlich diese ganzen 12 Achtel Notationen erstmal so zählen könnt, wie es auch normalerweise ist. Das heißt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das macht die Sache relativ einfach. Ihr könnt aber auch triolisch zählen. Das bedeutet einerlei, zweierlei, dreierlei, viererlei. Das eine ist ein Notenwert, das andere ist eine Taktart, um euch nochmal ganz kurz den Unterschied zu erläutern. In diesem Fall jetzt, ich habe die Noten auch später, wenn ich sie spiele, für euch habe ich die Grooves auch skizziert, ist es so, dass wenn ihr das in 12 Achteln auflösen würdet, immer die 2 weglasst. Das heißt, ihr spielt immer 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Und so solltet ihr auch zählen. Ihr könnt natürlich auch triolisch zählen, einerlei, ne? Das heißt, dass ihr 1, lei 2, ihr merkt schon, das ist ein Zungenbrecher, das würde ich in diesem Falle nicht machen. Das solltet ihr dann wirklich bei den triolischen Zählzeiten machen. In diesem Fall bei den Shuffles oder in diesem Video Halftime Shuffle. Geht her und zählt die ganzen Noten immer 3, also 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Das erleichtert die Sache erstmal. Kommen wir erstmal zum ganz normalen Standard-Groove, wo ich eine Bassdrum auf der 1 spiele und eine Snare auf der 3. An der Stelle gibt es so ein paar Sachen, die ihr direkt von Anfang an ein bisschen versuchen könnt mit einfließen zu lassen. Als da wäre erstmal eure Handtechnik. Ihr könnt alles aus dem Handgelenk spielen. Ihr könnt aber auch hergehen und die Viertelnoten, sprich immer die Einsen in dem Falle, als Akzent aus dem Handgelenk und die Dreien mit den Fingern spielen. Das heißt, dass ihr einmal das Handgelenk benutzt und einmal die Finger. Das ist eine Technik, die ihr anwenden könnt. Ab einem gewissen Tempo ist das hilfreich, da ihr dann eine bessere Handtechnik habt und auch schneller spielen könnt. Wenn ihr jetzt ein akkurates Tempo habt, so wie ich es jetzt gerade vorgelegt habe, könnt ihr natürlich erstmal versuchen, alles schön aus dem Handgelenk zu spielen, weil das vom Timing her dann noch machbar ist für euch. Ihr solltet da auch drauf achten, bei zum Beispiel Paradiddle-Übungen, Rudimentübungen, die ihr vielleicht auch im 12-8-Bereich macht oder auch im Shuffle-Bereich. In dem Fall, dass ihr versucht, euren Übungsplan so auszulegen, dass ihr irgendwann diese Handtechnik erlangt. Das ist wichtig, um später die ganzen Grooves ein bisschen schneller spielen zu können und auch gezielt Akzente setzen zu können. Ihr könnt hergehen und könnt die Viertel in dem Fall akzentuieren. Ihr könnt aber auch die anderen Noten ein bisschen mit akzentuieren. Ihr müsst nicht alles akzentuieren, ihr könnt euch Haken drüber machen. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Grooves nicht auswendig spielen könnt, dass ihr einfach kurz nochmal auf Pause macht, zurückspult, schreibt euch den Groove nochmal separat auf einen Zettel. Ich mache das extra nicht im Download, dass ihr auch so ein bisschen selber lernt, jetzt euch die Sachen auch mal zu skizzieren. Sprich, andersrum anfangen. Selber mal aufschreiben, versuchen, ein paar Ideen dann hinterher vielleicht auch zu skizzieren, dass ihr einfach ein bisschen cooler mit Noten und der Schriftweise klarkommen könnt. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich irgendwann für euch. Kommen wir darauf zurück. Ihr könnt versuchen, Akzente zu setzen, eure Handtechnik damit ein bisschen zu erweitern. Und auch diese Grooves, Halftime-Shuffles, sind gern gesehen im Pop-Rock-Bereich, natürlich auch im Metal und auch in anderen Bereichen, als Zwischenspiele, als Fills, als Steigerung im Solo. Man kann das unheimlich vielseitig einsetzen. Wichtig ist, dass ihr dabei zählt und die Sachen halt auch hier wieder sehr sauber spielt. Kommen wir erstmal zum nächsten Groove.
Das ist genau das, was ich jetzt gerade erklärt habe, habe ich jetzt auch in diesem Groove versucht, ein bisschen für euch umzusetzen. Dadurch, dass jetzt nicht auf allen Vierteln Akzente in der Bassdrum oder auf der Snare sind oder gespielt werden, kommt die Hi-Hat an der Stelle ein bisschen cooler durch. So wie ich es jetzt gerade auch gespielt habe, dass ihr immer die Viertel ein bisschen akzentuiert. Ich zeige euch das nochmal. Auch da, wie ich schon erklärt habe, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt zum einen weiter ausholen. Ihr könnt durch eure Finger- oder Handgelenk-Handtechnik fester schlagen. Oder ihr könnt statt auf die Hi-Hat zu schlagen, gegen die Hi-Hat. Das macht dann auch nochmal einen ziemlich coolen Effekt. Ihr habt halt sehr saubere Töne, wenn ihr auf der Hi-Hat spielt. Und wenn ihr gegen die Hi-Hat spielt, in meinem Fall ist es jetzt eine Zildjian A-Custom Master Sound Hi-Hat in 15 Zoll. Ich gucke nochmal nach, ich habe sogar recht. Dadurch, dass die Master Sound Hi-Hat ein bisschen gewellt ist im Bottom Becken, das heißt also das untere Becken, kommt immer so ein bisschen Luft raus und es zizzelt so ein bisschen. Den Effekt erreicht man ziemlich cool, wenn man gegen die Hi-Hat schlägt. Das ist eine Technik, die ist am Anfang sehr schwer umzusetzen, weil man auch ein bisschen aus der Schulter arbeiten muss vielleicht oder den Arm halt ein bisschen weiter bewegt. Wie ich schon in anderen Videos erklärt habe, ist es wichtig, dass ihr schön gerade sitzt und jetzt nicht immer die Schulter auch mitarbeiten lasst. Das sieht vielleicht von vorne irgendwie ein bisschen cooler aus. Das ist auch okay. Ihr solltet nur darauf achten, dass ihr die Schläge und die Technik sauber umsetzt. In meinem Fall ist es halt so, dass ich dazu übergegangen bin, immer die Akzente, egal ob das jetzt auch bei diesem Shuffle ist oder auch bei Achtel- oder Sechzehntelnoten, immer gerne gegen die Hi-Hat schlage. Dann wird der Stock zwar im oberen Bereich ein bisschen mehr beansprucht, aber dafür sind sie nun mal da. Das ist so, das ist halt ein Gebrauchsgegenstand, genauso wie eure Felle auf den Toms. Die müssen halt zwischendurch mal gewechselt werden oder gehen kaputt. Um nochmal drauf zurückzukommen, es gibt halt die verschiedenen Techniken. Keine davon ist die richtigere. Genau. Jeder hat da so seinen eigenen Stil und versucht die Sachen natürlich umzusetzen, mehr aus dem Arm. Auch da kann man natürlich dann hinterher wieder eine coole Show draus machen, indem man Stücke dreht oder nach vorne zeigt, um gewisse Live-Sachen auch mit einfließen zu lassen. Dafür ist Voraussetzung, dass ihr alles sauber spielen könnt und genau wisst, was ihr tut. Wichtig ist halt, diese Akzente sauber zu setzen. Und ihr könnt natürlich hergehen und könnt erstmal nur diese Hi-Hat-Figur spielen und üben und lasst erstmal die ganzen Bassdrum und Snare Akzente oder die komplette Groove-Geschichte außer Acht und übt erstmal nur diese Grund-Hi-Hat. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist, dass ihr die ganze Figur auf dem Reitbecken spielt und statt dieser Akzente, die ihr jetzt lauter auf der Hi-Hat spielen sollt, die natürlich dann, wenn ihr es irgendwann schneller spielen könnt und auch alles ein bisschen aus dem Kopf spielt, das bedeutet, dass ihr freier spielt und euch auf Spielen konzentrieren, dann fängt man nochmal ganz anders an, Schlagzeug zu spielen, wenn man nicht mehr so viel nachdenkt. Ihr sollt jetzt nicht über den Einkaufszettel für morgen nachdenken, weil dann kommt ihr raus, sondern einfach, vielleicht zählt ihr nicht mehr mit, vielleicht denkt ihr nicht drüber nach, wo spiele ich jetzt genau, spiele ich auf der Hi-Hat, auf dem Reitbecken. Einfach freier spielen, ein bisschen damit rumjonglieren, das bedeutet auch, dass ihr länger diese ganzen Grooves mal spielt, nicht nur zwei oder vier Mal, ne, macht es irgendwie 5 Minuten, wie ich schon öfter erklärt habe, vielleicht auch mit Timing und erhöht das dann immer mal ein bisschen in eurem Übungsplan, um dann auch irgendwann coole Ergebnisse zu erzielen, in dem Fall schneller zu werden und vielleicht aber auch druckvoller und grooviger. Was ihr machen könnt, ist zum Beispiel, dass ihr das Reitbecken benutzt und diese Akzente, die ihr jetzt lauter auf der Hi-Hat spielt, einfach auf der Reitkuppe spielt. Ihr habt natürlich auf so einem Reitbecken, wie ihr das jetzt hier an der Seite seht, habt ihr verschiedene Bereiche, so ein Reitbecken zu bearbeiten. Ihr habt von oben, ne, ihr könnt die normalen Töne machen.
Dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr auch die Kuppe benutzt. In meinem Fall ist es ein Megabell Ride, 21 Zoll, auch hier von Zildjian. Und Megabell bedeutet, also das ist Programm. Es ist wirklich mega und es ist auch sehr laut. Es reicht, wenn ihr nur mit dem Tipp, das heißt mit dem oberen Bereich von eurem Stock schon da drauf schlagt, dann ist es laut. Ich gehe her, da ich ja jetzt auch im Metal-Bereich am meisten unterwegs bin, und schlage die Kuppe immer mit dem oberen, ich sag mal, Drittel meines Stockes, um die Kuppe noch lauter zu erwischen und natürlich auch mit einem etwas dickeren Stockbereich. Man kann mit dem Tipp schon einen ziemlich coolen Effekt erlangen. Was man auch noch machen kann, ist, dass man gegen das Reitbecken schlägt. Ähnlich wie bei der Hi-Hat. Das machen sehr viele Bands auch im New-Metal-Bereich und auch bei Metalcore-Sachen. Wahrscheinlich auch im Rock-Pop-Bereich, um noch so einen trashigen Effekt rauszuholen. Man kann also mit so einem Reitbecken und oder auch mit einem Crashbecken unheimlich viele unterschiedliche Effekte erzielen. In diesem Fall kann ich euch nahelegen, dass ihr einfach hergeht, ob ihr jetzt mit dem Tipp spielt oder mit dem kompletten Stock, das überlasse ich euch. Und macht die Akzente, sprich die Viertelakzente 1, 1, 1, 1 in dem Falle, immer auf der Kuppe des Reitbeckens, und die anderen Noten, sprich immer da, wo ihr 3 zählt, macht ihr auf dem normalen Reitbecken. Den Effekt mache ich euch jetzt mal vor. Und schon habt ihr in dem Fall erstmal mit einem Groove, und zwar einem Halftime-Shuffle-Groove, ad hoc schon mehrere Möglichkeiten, das umzusetzen. Das heißt, ihr spielt erstmal eine Version vielleicht komplett von oben auf der Hi-Hat. Dann geht ihr her und macht eine Version mit akzentuierten Vierteln. Und schon klingt das wieder anders. Ihr könnt eure Hände ein bisschen trainieren. Ihr könnt eure Technik ein bisschen besser ausarbeiten. Ihr müsst vielleicht in dem Fall auch gucken, mache ich meine Hi-Hat vielleicht noch ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger, um den Effekt noch ein bisschen cooler zu erreichen, was natürlich auch mit normalen Hi-Hats geht. Ihr braucht jetzt nicht unbedingt eine, in dem Fall Master Sound Hi-Hat. Dann habt ihr die Möglichkeit, das erstmal normal auf dem Reitbecken zu spielen, und des Weiteren könnt ihr natürlich dann die Akzente auch noch auf der Kuppe spielen. Und schon habt ihr 4, 5 oder auch mehr Varianten, Möglichkeiten, immer denselben Groove nacheinander spielen zu können und den Groove einfach anders klingen zu lassen. Man muss nicht immer gezwungenermaßen alles auf der Hi-Hat oder auf dem Reitbecken spielen. Eine weite Variante ist, um euren linken Fuß jetzt noch ein bisschen mit zu trainieren, wäre, dass ihr zum Beispiel die Viertel, die jetzt auch auf dem Reitbecken akzentuiert werden, mit der Hi-Hat mittretet. Das mache ich euch jetzt auch mal vor, um euch zu zeigen, was man noch so alles mit so einem ganz, ganz einfachen Groove machen kann. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ihr vorab schon ein paar Übungen mit eurem linken Fuß gemacht habt und der linke Fuß auch schon ein bisschen weiß, dass er mitspielen darf. Natürlich, da wir uns jetzt noch so ein bisschen im Anfängerbereich befinden, könnt ihr das versuchen, mit diesen Halftime-Shuffeln umzusetzen. Ihr könnt aber auch gerne nochmal auf eure Achtel- und Sechzehntel-Grooves zurückgreifen. Das ist nur mal so ein Tipp am Rande, um euren linken Fuß auch klar zu machen oder zu zeigen, hey, ich darf auch mitspielen, mich gibt es auch noch. Und da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, das natürlich mit einfließen zu lassen, um verschiedene Möglichkeiten mit nur einem Groove für euch darzubieten oder euer Probeverhalten einfach interessanter zu gestalten. Kommen wir noch zum dritten Groove. Wie ihr unten gesehen habt, ist dieser Groove schon ein bisschen trickiger und auch ein bisschen schwerer umzusetzen. Natürlich ganz wichtig auch hier, schreibt ihn euch bitte ab, legt es auf einen Notenständer vor euch oberhalb der Hi-Hat, dass ihr schön nach vorne schauen könnt, ganz wichtig, oder stellt es auch von mir aus erstmal vor euer Schlagzeug. Wichtig ist, dass ihr das nicht so weit außen stehen habt, dass ihr euren Nacken irgendwie verrenken müsst, um das lesen zu können. Stellt euch einfach vor, ihr macht das 2 Stunden am Stück, dann habt ihr morgen einen steifen Hals. Das ist auch nicht wirklich hilfreich für euch. Wichtig ist hier auch die Tightness.
Wichtig ist hier, dass ihr anständig zählt. Wichtig ist hier, dass ihr versucht, das Timing zu halten. Auch da geht her und nehmt euch einfach ein Metronom oder eine App auf eurem Smartphone, Tablet, wie auch immer, und versucht das erstmal akkurat nach feste, eingestelltem Tempo mitzuspielen und auch zu üben und dann natürlich immer in euren Probeintervallen das in euren Übungsplan mit einfließen lasst und das Timing immer mal auch erhöht und am besten euch das auch skizziert. Geht nicht zu hoch mit dem Tempo, sondern versucht die Übungen sauber umzusetzen, weil das ist ganz wichtig. Und achtet dabei natürlich auch ganz wichtig auf eure Hände. Ne, die Snare ist in dem Fall erstmal, lassen wir ein bisschen außer Acht, weil die Akzente ja noch ganz normal gespielt werden. Teilweise immer auf den Viertelnoten. Wichtig an der Stelle sind erstmal auch die einfließenden Sechzehntel und Shuffle, Groove, Hi-Hats und das sauber umzusetzen. Ja, das war es erstmal für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar coole Tipps zu Shuffle Grooves geben, die auch an der Stelle sehr oft außer Acht gelassen werden. Es gibt unheimlich viele Bands, die das anwenden und damit groß geworden sind. Ganz weit vorne Toto und bestimmt auch noch ein Haufen andere Bands, aber da gibt es so ein paar Songs wie Rosanna, Africa. Hört euch das mal an. Wenn ihr es nicht kennt, fragt euren Vater, der hat es garantiert irgendwo im CD-Regal, was es ist im Shuffle-Bereich, die Band schlechthin. Und macht gerne einen Daumen nach oben oder von mir aus auch zwei Daumen nach unten. Besucht mich auf meiner Homepage www.andrehilgers.com und wenn ihr möchtet, könnt ihr dort auch mal in meinen Shop vorbeischauen, ein Video kaufen oder vielleicht auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Vielleicht habt ihr ein paar Anregungen, bla bla bla. Ne, am Ende des Tages dürft ihr mich auch noch auf patreon.com andrehilgers ein bisschen unterstützen. Und ja, das war es erstmal für heute und kommt doch mal wieder vorbei, euer André.